Herzlich willkommen bei einer neuen Folge 4x4 Passion. Heute sind wir hier bei CT Hese in Erkrath und zeigen euch den neuen Jeep Gladiator. Mein Name ist Jörn von Redrock Adventures. Der Jeep Gladiator ist der Pickup von Jeep. Jeep baut ja üblicherweise den Jeep Wrangler in kurz und den Unlimited in lang. Und hier haben wir das Fahrzeug jetzt als Pickup in superlang. Und den wollen wir euch heute mal ein bisschen genauer vorstellen. Das Fahrzeug, was wir euch hier zeigen, ist ein Import aus Kanada. Ist also nicht ganz exakt das deutsche Modell, das im Dezember diesen Jahres auf den Markt kommt, sondern wie gesagt die kanadische Importversion. Das Auto gehört Markus Krings vom Autohaus Hese und der wird diesen Wagen umbauen zu einem Expeditionscamper auf Gladiator-Basis. Darüber werden wir dann sicherlich auch noch mal berichten, wenn der Wagen dann umgebaut ist. Aber hier sehen wir ihn jetzt erstmal leicht modifiziert, aber größtenteils noch in der Standardversion. Dieser Wagen hier kommt mit einem 3,6 Liter Benzinmotor, dem 3,6 Liter Pentastar Motor, wie er auch schon aus dem Jeep Wrangler JK und auch bei den Importmodellen aus dem Jeep Wrangler JL bekannt ist. Das Modell, was im Dezember auf den deutschen Markt kommt, wird über einen 3 Liter Dieselmotor verfügen. Im Prinzip der gleiche Motor, der auch im Grand Cherokee drin ist. Ansonsten gleicht die Ausstattung größtenteils im Interieur, zumindest wenn es auf den Vordersitzen dem Jeep Wrangler JL. Auch das Getriebe ist das gleiche. Das ist ein ZF-Getriebe, ein Achtganggetriebe, sehr, sehr fein abgestimmt. Hier, das ist es auch das Rubicon-Sondermodell, heißt, der Wagen kommt also serienmäßig mit vorderer und hinterer Achssperre, mit dem 4:1 Untersetzungsgetriebe und mit entkoppelbaren Stabilisatoren. Bei diesem Auto hier, Import aus Kanada, hier wurde natürlich auch schon ein wenig modifiziert. Bei dem deutschen Modell wird es nicht diese Stoßstange geben, sondern natürlich die europäische Stoßstange aus Kunststoff. Hier ist auch schon eine Winde verbaut. Hier ist jetzt eine Warn-Winde bereits verbaut. Das ist natürlich noch nicht Serie. Zumindest nicht fürs deutsche Modell. Auch die Motorhaube hier ist ein bisschen anders als bei den europäischen Modellen. Diese Haube ist nicht aus Stahl, sondern aus Aluminium. Ist deutlich leichter. Man erkennt es so ein bisschen, dass sie eine etwas andere Form hat als die Motorhaube bei den deutschen Modellen. Der Markus Krings hat sich für einen 3,6 Liter Benziner entschieden, weil er das Auto für Fernreisen nutzen möchte. Und bei der Überlegung, nehme ich jetzt einen Diesel oder nehme ich einen Benziner, kam auch so ein bisschen der Punkt auf, nun ja, so ein Diesel braucht ja nicht nur Diesel, sondern auch AdBlue bei den modernen Motoren. Und auf Fernreisen kann es natürlich immer mal dazu kommen, dass die AdBlue-Versorgung vielleicht nicht ganz so gegeben ist, wie sie es bei uns hier in Deutschland gegeben ist. Und deswegen hat er sich für den Benzinmotor entschieden. Bei diesem Fahrzeug wurde auch schon am Fahrwerk was verändert. Und zwar haben wir hier ein 3,5 Zoll Fahrwerk, ist hier eingebaut worden. Der Dämpfer ist von Fox aus der 2,5er Serie. Dazu die passenden Federn. Ein JKS Flex Connect. Das heißt, auch hier, wie bei vielen Fahrzeugen ja schon gesehen, habe ich also eine Koppelstange, die ich nicht mehr händisch ein- und auskoppeln muss, sondern das übernimmt der Flex Connect von alleine. Vorne sehen wir, haben wir einen Lenkungsdämpfer von Fox und einen einstellbaren Panhardtstab von JKS. Den einstellbaren Panhardtstab braucht man dafür, wenn ich das Fahrzeug höher lege, um die Länge des Panhardtstabs wieder auszugleichen. Von den Reifen her, hier haben wir die übliche Jeep-Reifendimension 315 70 17 und hier ist ein Cooper Discoverer ST Max
aufgezogen worden. Bei diesem Modell ist es so, hier sind von Jeep ab Werk schon die sogenannten High-Fender montiert. Man sieht es hier, der Abstand zwischen Reifen und Kotflügel ist sehr groß. Der Fender, also der Kotflügel sozusagen, ist ein Stück hochgezogen. Man sieht es auch hier an der Kante. Und das ist eine Option, die es leider so in Europa nicht geben wird. Das wird benötigt, wenn ich eine größere Bereifung als die Serienbereifung fahren möchte und möchte mir gleichzeitig noch die Möglichkeit erhalten, dass das Fahrzeug stark an der Vorderachse verschränken kann, ohne dass der Reifen Kontakt zu dem Kotflügel bekommt. Dafür sind diese High-Fender gedacht. Sowas gibt es natürlich auch dann aus dem Zubehörmarkt. Auch da gibt es dann Kotflügel, die diesen Effekt erzielen. Nur dann eben leider nicht original und serienmäßig von Jeep. So, hier sind wir jetzt im Innenraum auf dem Fahrersitz am Cockpit des Jeep Gladiators. Das ist natürlich hier vom Look and Feel sehr bekannt, nämlich vom Jeep Wrangler JL. Das sieht also ziemlich gleich aus. Es ist sehr modern für einen Geländewagen, sehr funktional. Jeep hat es also tatsächlich geschafft, den klassischen Jeep Wrangler in die Moderne zu transportieren, sprich ein Auto zu bauen, das allen Komfort und Anforderungen an ein modernes Fahrzeug entspricht, ohne aber seinen Geländewagencharakter zu verlieren. Für wen das Ganze noch neu ist, sei es nochmal erwähnt. Also wir haben hier natürlich das Automatikgetriebe mit der ZF 8-Gang-Automatik. Sehr fein abgestimmte Automatik, die also da wunderbar funktioniert. Dann hier der Hebel für das Verteilergetriebe. Auch bekannt aus den anderen Modellen. Dann haben wir hier die Schalter für die Sperren, für vorne und hinten. Hier ist der Schalter für die Swaybar, also sprich für den entkoppelbaren Stabilisator. Ihr habt vielleicht gesehen, hier in diesem Fahrzeug ist anders als beim Jeep Wrangler JL, gibt es hier nicht die Unterscheidung zwischen 4H Part und 4H Auto, sondern hier haben wir das klassische Getriebe, Verteilergetriebe, wie es beim Jeep Wrangler JK auch üblich war. Das heißt, ich habe 2H für hohe Übersetzung Heckantrieb, 4H für Allradantrieb neutral und 4L für Untersetzung im Allradantrieb. Und wir wissen noch nicht genau, ob der Jeep Gladiator, wenn er dann kommt, dieses Verteilergetriebe haben wird oder das Verteilergetriebe aus dem JL. Wie beim Jeep Wrangler schon vom JK bekannt, als auch vom JL bekannt, ist es auch beim Gladiator so, dass ich hier das Dach relativ schnell abnehmen kann. Der Gladiator ist damit der einzige Pickup auf dem Markt, den ich auch komplett als Cabrio fahren kann. Das gibt es bei keiner anderen Marke. So, um das mal kurz zu zeigen, man öffnet also hier ein paar kleine Hebelchen und dann kann man beide Dachhälften einfach herausnehmen und kann dann im vorderen Bereich bereits unter freiem Himmel fahren. Man kann aber auch das Heckteil von dem Gladiator relativ schnell entfernen und fährt dann auf allen vier Plätzen komplett offen. Hier sind wir auf der Rückbank des Gladiators. Auch hier hat man richtig gut Platz, also wie man es vom Jeep gewohnt ist. Durch die Doppelkabine gibt es hier keinerlei Einschränkungen in irgendeiner Richtung. Man hat genügend Beinfreiheit und denkt erstmal, hier ist ja alles wie beim Jeep Wrangler JL auch. Weit gefehlt. Es gibt nämlich noch ein paar Zusatzfeatures, die gibt es nur beim Gladiator. Und die zeigen wir euch jetzt mal. Eines ist zum Beispiel, wenn ich hier den Sitz vorklappe, habe ich hier hinter dem Sitz noch Stauraum.
Und das Ganze machen wir jetzt auf der anderen Seite auch nochmal. Auch hier auf der anderen Seite, beim Gladiator ist genau wie beim Wrangler auch die Rückbank ein Drittel, zwei Drittel geteilt. Ich kann also auch hier die Rückbank nach vorne klappen. Und was ich dann machen kann, ist das ganze Ding hier hochklappen, und zwar auf beiden Seiten. Und stell dann fest, unter dem Sitz gibt es auch noch mal ein großes Staufach. Das sieht man also hier auf beiden Seiten. Das ist durchgängig, das ist ein großes Staufach. Hier gibt es Unterteilungen, die kann man aber auch rausnehmen. Je nachdem, was man also hat, lässt sich hier sehr schön komfortabel unter der Rückbank verstauen. Das gibt es nur beim Gladiator. Macht man es wieder rein und wieder zu. Ansonsten hat man hier auf der Seite das Bordwerkzeug. Hier ist also der Wagenheber und der Schlüssel zum Lösen der Radmuttern. Auf der anderen Seite ein kleines Fach, wo man also Kleinteile, Schrauben und so weiter, die hier zum Fahrzeug gehören, wenn man das Dach zum Beispiel abnimmt, wo man die dann unterbringen kann. Darüber hinaus machen wir das Ganze mal wieder runter. Kannst du da oben mal ziehen. Sehr schön. Hier in der Mitte vom Fahrzeug, hinter dem Sitz, ist der Subwoofer verbaut, der also zu der normalen Stereoanlage, die im Auto ist, gehört. Hier drüben gibt es aber noch ein Feature, auch das gibt es wieder nur beim Gladiator. Das ist eine kleine Bluetooth-Soundbox, die zum Auto gehört. Ja, ist also auch schön Jeep gelabelt. Die wird während der Fahrt über diese Pole hier geladen. Und ich kann also auch noch weitere Geräte daran anschließen. Wird hergestellt von der Firma Alpine, also auch wirklich ein renommierter HiFi-Hersteller. Und so habe ich also immer in meinem Auto eine große Bluetooth-Box dabei, die auch immer aufgeladen ist. Nämlich dann, wenn ich sie abends vielleicht am Lagerfeuer oder wenn ich irgendwo mit Freunden mich zum Offroad-Fahren oder zum Picknick treffe, habe ich dann meine Bluetooth-Box dabei. Finde ich also ein sehr cooles Feature, findet man beim Gladiator hinter der Rückbank. Und da geht sie dann auch irgendwann wieder rein, bestimmt. Genau, so. Jetzt haben wir uns sehr viel mit dem Innenraum beschäftigt, aber wir haben ja hier einen Pickup und jetzt wollen wir natürlich die Pickup-Ladefläche auch mal sehen. Das Heck vom Gladiator, unverkennbar, sieht also wirklich komplett anders aus als beim JL, auch hier mit dem großen Jeep-Schriftzug. Man öffnet die Klappe hier, hat eine große Ladefläche, die hier abgedeckt ist mit so einer, mit einer Stoffabdeckung. Und die kann ich dann also hier ganz einfach lösen und roll das Ganze einfach auf. Macht es dann hier noch fest. Und dann habe ich also eine große Ladefläche für alles, was ich irgendwie transportieren möchte. Die Ladefläche ist auch hier mit einem extra harten Schutzlack versehen. Das nennt sich Bedline-Lack. Im Prinzip, ich glaube, jeder kennt so diese geraptorten Oberflächen. Im Prinzip ist es etwas Ähnliches, schützt also natürlich die Pickup-Ladefläche vor irgendwelchen Kratzern, Beulen und Ähnlichem. Hier kann man also auch gerne mal ein paar Holzstämme oder was auch immer transportieren, ohne dass man sich da den Lack auf der Ladefläche verkratzt. Der Jeep Gladiator ist von seiner Form her, wenn man mal schaut, im Prinzip bis zur hinteren Tür gleich mit dem Jeep Wrangler JL. Danach fängt es allerdings an. Ab hier ist natürlich alles neu. Es ist ein anderer Rahmen, es ist ein anderer Aufbau. Der Gladiator ist auch ein sehr langes Fahrzeug. Das sollte man bedenken, wenn man darüber nachdenkt, sich so ein Fahrzeug zuzulegen. Der Wagen ist tatsächlich 5,50 Meter lang. Auch der Radstand hat sich gegenüber dem Jeep Wrangler JL deutlich verlängert. Der JL hat einen Radstand von 3 Metern.
Der Gladiator kommt auf 3,48 Meter zwischen Vorder- und Hinterachse. So, und ob ihr es glaubt oder nicht, dieses wunderschöne Auto soll schon wieder zerschnitten werden. Und zwar tatsächlich von hier hinter den Vordersitzen bis hinten ans Auto kommt alles weg. Und dafür kommt eine große Expeditions-Campingkabine hier auf das Fahrzeug. Und wir sind alle sehr, sehr gespannt, wie dieses Fahrzeug danach aussehen wird. So, das war es hier aus dem Autohaus CT Hese über den neuen Jeep Gladiator. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bleibt dran, wir freuen uns auf euch. Ciao.